einen wunderschönen Nachmittag wünschen wir wieder oder wann auch immer ihr euch das anschaut. Wir sind's, die Verkostungsfront, erneut, wie angekündigt, dieses Mal mit Rieslingen aus dem Rheingau. Also alles große und erste Gewächse diesmal auch. Gibt es ja nur im Rheingau. Und dann haben wir noch ein paar Weißburgunder aus der Pfalz und aus Franken. Und dann haben wir noch einzelne Rieslinge, einen aus Württemberg, glaube ich, einen aus vom Mittelrhein. Und das, glaube ich, war's. Oder? Ja. Nachprobiert haben wir jetzt gestern schon. Das haben wir nicht aufgenommen, so leid es uns tut. Aber das ist ja auf dem ersten Video ohnehin alles drauf. Haben wir noch was? Nö, fangen wir einfach an. Ja. Okay. 239253. Kühl, Ja, kühl, pflanzlich. pflanzlich, eher herb. Und verheilt. Zurückhaltend, aber es wirkt eigentlich recht klar. Gefällt mir zumindest in der Nase schon ein bisschen besser, als diese, als die Note andeutet. Ja, da auch. Das ist ein bisschen süßlich. Das ist recht rund. Das ist, ja, so Bisschen. zugänglich, ein bisschen schmeichelnd wirkend. Hat jetzt nicht die irre Spannung, aber es ist schon ganz gut. Vor allem ist es nachhaltig, es ist klar. Nicht etwas fokussierter könnte es von meiner Seite sein, Ja, klar, aber das ist schon ein bisschen die Süße, die da so leicht die Konturen verschwimmen lässt. Aber dennoch, das ist immer würdest du noch ein ihm wirklich zwei guter. Punkte mehr geben? Ja, mindestens einen. Ja, Über ich zwei auch. müssen wir halt diskutieren. Mir wird einer reichen. Für zwei fehlt halt doch ein bisschen noch die Kontur. Halt, wenn jetzt Ja, genau. 82 schreiben, das wäre blöd. Gut. Kann sich eventuell mit der Reife noch ein bisschen Hier. verbessern. Na, was haben Was? wir? Ah, das ist das Weingut-Musteretikett. Rüdesheim, Berg, Schlossberg, erstes Gewächs, Schloss Schönborn. Schönborn derzeit ja nicht im VDP nach dem Skandal, deswegen erstes Gewächs. Aber wie gesagt, es hat auf jeden Fall mal schon mal zugelegt an der Luft und legt vielleicht mit der Reife noch einmal zu. Traue ich ihm schon zu. 239245. Muss mal Glas da. Geht schon los. Floraler, viel Ein bisschen grüner wirkend. aber auch erdiger. Recht schlank. Bisschen gedeckt, ja. Nussige Töne. Hat so was ganz leicht altholzig wirkendes. Zwingender. Ja, auch der ist einen zu niedrig bewertet. Was mich da jetzt noch von noch höheren Noten abhält, ist, dass es halt nicht ewig tief ist. Ja, und es trocknet ganz leicht. Das ist trotzdem Wein, der gut ist, der auch Spaß macht. Mich stört die leicht zitronige Säure, die steht so etwas neben dem Wein. Ja. Das liegt ja daran, dass er jetzt nicht übermäßig substanziell ist. Wie gesagt, wir jammern da ja schon immer auf relativ hohem Niveau. Aber irgendwie müssen wir schon auch erklären, Wir warum wir halt in dem Fall Glückspilze. jetzt zum Beispiel nur 87 geben und nicht mehr. Das ist wieder Rüdesheim. Diesmal ist es Berg Rottland von Schönborn. Wie man eben sehen kann, sind das nur vorläufige Etiketten. Die richtigen sind wohl noch nicht da gewesen, als die Weine verschickt haben. 239247. Sehr pflanzlich. Getrocknet, fast schon tabakig, so hell. Was ist ziemlich hell in der Nase? Ja, das Schweflige, das ich reingeschrieben habe, das ist fast weg.
Das merkt man, am Rand merkt man schon, aber viel ist es nicht mehr. Aber das Helle sollte man vielleicht nochmal explizit reinschreiben. So ein bisschen was Erdiges hat er auch. Ja, ich habe, weil du Gelbfrucht, ich habe zum Beispiel auch eine Menge Grapefruit in der. Ist Grapefruit nicht gelb? Na, warum schon? Grapefruit ist orange. Ja, das ist jetzt. Aber kann schon mal sein. Das ist wieder eher schlank. Das ist ziemlich kühl. Dann gewissen, einen recht feinen Schliff und eine gute Säure eigentlich. Stimmt die Nummer 239247? Ja, ich sehe gerade, dass es Weil ein der Punkt ist, weniger ist. genau, der hat nur 85. Ja, habe ich jetzt auch gerade gesehen. Wobei auch das schon wieder ziemlich streng ist. Ich war Ja, schon dafür bist du bekannt. da. Hallo. Weil eigentlich ist er schon kühl und hat gewisse Finessen und der ist schlank und elegant, wieder nicht ewig tief. Das ist Aber es, ja. ich meine, trinken tut man sowas eigentlich schon gern. Wie gesagt, wirklich tief und lang ist es nicht. Aber einer mehr ist es schon. Okay, Findest aber du nicht? er ist ja auf jeden Fall. Aber wir lassen ihn in, also er hat einen Punkt weniger als die zwei Vorgänger. Würde ich fast sagen, du Ja, nicht? Weil das merkt man dann auch, dass in der Länge das ein bisschen fehlt. Das ist, wie gesagt, ein Wein, der mit Vergnügen zu trinken ist. Aber erstes Gewächs ist es dann schon. Naja, das ist diesmal Hattenheim, der Pfaffenberg von Schloss Schönborn. gut, 239251. Ja, das ist wirklich Kümmel. So zurückhaltende Frucht. Ein bisschen was brennnesselig, pflanzliches. Bisschen Verbene so in die Richtung gehend. Einen gewissen Zucker. Geradlinig. Ruhig geschliffen. Ja, Sellerie hat er wirklich. Steht drin. Ja, das Ruhige gefällt mir. Ruhe hat er. Und auch das stimmt, dieser Hefeextrakt, weißt du, das ist so dieses ein bisschen Tütensuppige, um es jetzt, wenn man es jetzt böse sagen wollte. Kommt von der Hefe. Ist halt auch da. Es ist halt, das ist gut, aber die Tiefe und die Länge hat es eigentlich nicht. Oder? Nein. Also wieder ein guter Wein, aber ist das wirklich schon erstes Gewächs? Bist du bei der Note einverstanden oder willst du ihm einen mehr geben? Ja, So ein bisschen ein 2,5, Grenzfall, gell? ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also, Naja, in dubio pro. Hä? genau. Das Erbach Markobrunn ist halt natürlich auch ganz legendäre Lage. Dafür dürfte es gern auch mal ein bisschen mehr können. Wenn man ehrlich ist, oder? 2,3,9,1,8,2. Ja, da. Wie gesagt, mit Vergnügen zu trinken ist das alles. Oh, jetzt sind wir aber ganz woanders. Das ist ganz Das ist sehr toll. nussig, sehr pflanzlich. Bisschen Holz. gedeckt. Naja, es hat. Es riecht nach Alpenholzfass. Ja. Auch nicht sehr tief. Ein bisschen holzig. Ein bisschen verschwommen süß, ne? Wirkt behäbig. So ganz leicht. Genau, das schreiben wir auch rein.
Weil das stimmt. Das sind 86 schon knapp. Das sind eher plus 5. Das ist ja ein bisschen stumpf. Ist leider nicht gelungen. Was ist das? Das ist Heppenheimer Zehntgericht, Grauburgunder, großes Gewächs von der Staatsdomäne. Wird ein bisschen platt. 2, 3, 8, 6, 3, 4. Bisschen kandiert wirkende Frucht und wirklich Pfeffernoten, gell? Ja. Pfeffer, Ist Kräuter, so ein wieder bisschen so was ein Frischgrünes Essenswein, ne? drin. Ja, eigentlich ist es animierend. Es ist nicht ewig tief, schon in der Nase nicht, aber es ist animiert. Braucht halt diesen aufweichenden Zucker eigentlich nicht. Ja, gar Das nicht. lässt Das diese ist ja fast Konturen wieder so vanillig. verschwimmen. Ja. Ja, ein bisschen Ja. was Exotisches hat er ohnehin. Auf jeden Fall. Und dann hat er doch Alkohol, das merkt man. Ein bisschen warm. Und ein Nase bisschen ist besser, trocknend ist ne? er. Die Nase ist Deutlich. deutlich eleganter als der Wein dann ist. Das ist, wie gesagt, auch nicht schlecht, aber es ist nicht besser als das, was da steht. Flasche. Jo, Ui. Das kommt. war ein gut Toni Jost, der Walluffer Walkenberg. Das ist die Rheingauer Seite. Wir haben dann später die Mittelrhein, wo sie ja herkommen. Die Mittelrhein, oder? Naja, 14% Alkohol und Restzucker, das passt halt nicht ganz zusammen. Finde ich. Eleganz. 2, 3, 8, 9, 8, 0. Es ist ziemlich gemüsig. Fast ein bisschen ins Krautige gehen. Ja, aber er hat eine warme und eine kalte Seite. Stimmt. Es changiert ein bisschen so zwischen diesen beiden Fronten. Also mehr warm als kalt. Ja, und dann hat er so pilzige Beitöne. Auch so ein Hauch Exotik, das ist ja das, was ihn auch sehr warm macht. Was mir auffällt in der Nase, genauso wie im Gaumen, dass das einen ganz leicht krautigen Touch hat. Ja, medizinal, das stimmt. Auch nicht ewig tief. Nein. Einzige, die Struktur der Gerbstoff ist schön. Ja, es ist den anderen Weinen auch überlegen. Das muss man schon sagen. Aber es steht da gut, finde ich. Auf jeden Fall. Mehr. Das ist das Weingut Diefenhardt mit dem Martinstaler Langenberg. So, dann 2, 3, 9, 1, 8, 0. Ja, herb, vegetabil, bisschen Musik. Die Frucht ist ganz verhalten, gell? Und auch so teils angetrocknet. Das ist Ja. nicht so richtig frisch und nicht schlecht. Das merkt man am Gaumen noch viel mehr. Dieser angetrocknete Ton, dieses sehr mürbe, recht warm wirkende, das könnte ein bisschen frischer sein. Das ist ein bisschen gedeckt. Und ja, und auch die Konturen sind so ein bisschen verschwommen. Hält sich da nur knapp. Ja, das finde ich auch, Das ist weil er jetzt, hat glaube ich, gerade einer so was weniger. Weltflorales im Ja. Abgang. Ja, und es ist auch so ein bisschen so zugedeckt. Ne, das hat so ein bisschen einen leicht abstumpfenden Gerbstoff.
Ist leider schon wieder die Staatsdomäne. Diesmal mit Riesling aus dem Hochheimer oder der Hochheimer Domdechanei. 2, 3, 8, 6, 3, 7. So ganz großes Gewächs würde ich, wenn man mal ehrlich ist, ist das nicht. Sehr pflanzlich. Auch wieder leicht nussig, hefige Töne. Auch wieder so dieser leichte Hefe-Extrakt-Ton, gell? Der so an Suppenfond erinnert. Ein bisschen Mineralik hat er, florale Töne. Schon die Schliffe da als die Weine vorher. Bleibt aber auch da am Gaumen. Wieder nicht ganz präzise, wieder pflanzliche, zu erdige Noten. Bisschen Aber deckender Gerbstoff, das stimmt. er schiebt dann noch Er mal nach. hat einen Also gewissen er Biss und ist. Zug, das ist schon richtig. Und er steht auch, also er hat schon eine Ja. gute Länge. Ich würde ihm sogar einen Punkt mehr geben, Echt? auch, ja, aufgrund seiner Länge. Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, dann habe ich einen Punkt gut. Bisschen zitronig halt. Naja, warte Ja, mal, ich muss mal Salzzitronen. Probier nochmal und sag's mir, wenn du drauf bestehst, bin ich ja dabei. Aber so ganz. Ha! Fruchtfliege. So ganz bei dir bin ich da nicht. Wie gesagt, schlecht ist es nicht, aber kann es schon acht. Sag was. Ja. Schnell. Ja? Oh, ein Punkt gut. Also. Zum Glück Ah, schon. das ist wieder Toni Joost. Doch, das ist schon. Im Hahn. Bacharacher Hahn. Also. Bacharacher im Hahn heißt es jetzt. Finde ich zwar komischer als Bacharacher Hahn, aber. Immerhin. 2, 3, 9, 3, 1, 2. Den Namen trinken wir ja nicht. Das ist ziemlich kühl. Sehr kühl, ja. Auch schon Tiefe andeutend. Die Frucht ist gut herausgearbeitet. Im Ist kühl und Moment. hell, aber es ist noch ziemlich zurückhaltend. Ein Mods Zucker. Ja, das ist jetzt schon der feinste bis jetzt, trotz seiner wirklich auffälligen Süße. Ihm auch acht. Aber als trocken geht es schon nur noch mit viel, viel Wohlwollen durch. Hä? Ja, das Aber ist es hat so. Schliff. Es ist auch noch sehr jugendlich. Das ist das Weingut August Eser, sprich mittlerweile die Desiree Eser, mit dem Österreicher Dosberg. Ich weiß nicht, den hatten wir ja in Wiesbaden auch. Und da kam er mir griffiger vor. Im Moment hat man ein bisschen der Restzucker zu sehr im Griff. Vielleicht bessert sich das ja noch mit ein bisschen Flaschenreife. 2, 3, 8, 9, 8, 4. Denn sorgfältig gemacht ist es schon. Da haben wir ein paar dabei dieses Mal, die so ein bisschen altholzig riechen. Das ist auch so ein bisschen nussiges, großes. Altes Holzfass. Ja, So wirkt es zumindest. es ist aber auch die Rebsorte. Ah, ist eh Weißburgunder. Naja, das ist schon bemerkenswert, dass du da, weil das hat ja auch so zitrusbetonte, eher helle Frucht,
Das könnte Riesling aus dem alten Holzfass sein. Also vom Riechen her. Diese Melone stimmt so. Also das kann So ich gelbe Melone sehr, ist schon ja, drin. nachvollziehen. Gut, da kann es jetzt kein Riesling mehr sein. Das ist eine recht reife, dabei ruhige, herbe gelbe Frucht. Das ist dann jetzt richtig nussig. Und auch das Holzige kommt ein bisschen deutlich heraus, ohne dass das aufdringlich wäre. Naja, kann für mich auch ein Mehr. Für mich auch. Das ist ziemlich gut gemacht. Trotz des hohen Alkohols wirkt es recht homogen. Ah, da sind wir in Franken angekommen. Mal einen richtigen Stöpsel suchen. Das ist der staatliche Hofkeller mit dem Weißburgunder aus dem Würzburger Stein. 238807. Kühl, relativ fest. Auch etwas mürbes, getrocknet, Stimmt. pflanzliches. Ja, das wieder ein bisschen, das geht ein bisschen in die überreife Frucht, Kandis drin, dann hat er wieder Zucker, der das alles wieder ein bisschen aufweicht. Ja. Also, der steht für mich da gut. Der kann die acht nicht. Dazu ist es ein bisschen Zu gedeckt, zu gedeckt und zu gemixt, zu, verschwimmend im Gaumen. ja. Das ist Rüdesheimer Bergrottland von Johannishof Eser. Es bleibt so bitterlich. Ja, es ist ein bisschen gedeckt und ja. 237650. Dann entsteht so ein bisschen dieser süß-saure Eindruck. Das nicht ganz ideal. Ja, das ist deutlich fruchtiger wirkend. Schon eine Hefe. Ziemlich Mit deutlich. floralen Tönen. Ja, die stehen drin, aber die Hefe komischerweise nicht. Und das riecht fast ein bisschen wie Sponti. Für mich eher anregend. Ich mag das. Viel Salz im Mund. Salz im Mund. Da kommt jetzt mal überhaupt kein Zucker mehr ins Spiel. Nussig. Warum steht das nicht drin? Ja, das Ganz ist gar nicht so anständig schlecht. noch. Das ist ganz. Sind wir da in Württemberg? Ja. Ah, okay. Das erklärt das. Wieso? Kannst du uns das erklären? Ja, weil es auf eine ganz eigene Art, wie soll ich sagen, unfruchtig ist, nussig, Okay. erdig. Das ist was Spezielles. Ich weiß nicht, wo ich sonst hinstecken soll. Ganz einfach. Wenn ich jetzt mir denke, Riesling aus so diesen klassischen Riesling-Regionen, da fiel mir überhaupt nichts ein. Deswegen konnte das fast gar nichts anders sein. Also es ist eher Ausschlussverfahren als entschiedenes Erkennen, muss ich jetzt zugeben. Aber der Wein kann was. Das ist sicher auch im Holz ausgebaut, ohne dass das jetzt wirklich ein auffälliger Holzton wäre. Aber das Ganze hat ein Rückgrat von einem festen Gerbstoff. Das ist nachhaltig. Das hat eine gewisse Kraft, ohne dass es schwer wirkt. Also der kann die 88 leicht. Da Das muss ist man sich echt jetzt die fragen, ob es nicht Frage. einer mehr ist. 90 wären es für mich nicht. War das die Frage? Ja, also ich
Klar, 89 auf jeden Fall und die 90, ich denke, dieses große Holzfass macht ihn jetzt im Moment noch etwas verhalten. Soll ich immer Plus geben? Ja, Also gut. weil der steht da. Er steht auch wirklich gut. Er hat eine gute Länge. Ja, Das hat ist auch schon gut ziemlich Reifen. gekonnt. Also, wie gesagt, sind wir da in Württemberg und zwar beim Fürst Hohenlohe Öhringen. Das ist der Werrenberger Werrenberg. 239181. Wirkt wieder so ein bisschen wie ein Sponti. Ein bisschen unruhig noch in der Nase. Ein bisschen Kandis, ein bisschen kantierte Frucht. Merkt man den Schwefel noch leicht. Ah ja, steht ja drin. Fredig. Hat aber was Kühles und eine gewisse Finesse, so ein bisschen was kräuterig Feines, oder? Ich habe so eine Spur Preiselbeer-Gelee. Ist überhaupt so ein bisschen mehr auf der eingemacht und kandiert fruchtigen Seite. Hat auch ein bisschen Zucker. Kann man jetzt auch darüber streiten, ob es in einem mehr ist oder nicht, weil eine gewisse Komplexität hat er, ne? Richtig. Ja, Ist er hat einen nicht. gewissen Facettenreichtum, das muss man ihm schon zugutehalten. Mir wäre der Trockene lieber, um ehrlich zu sein. Aber es gibt Aber schlecht ist Gelegenheiten, es da nicht. brauchst du Ja, ist gut, okay. Gut, das ist Rüdesheimer Bergschlossberg. Wieder mal von den Staatsweingütern. sowas. 239178. Ja, da recht mürbwirkende Säure. Das ist, vielleicht wirkt das sogar süßer, als es ist. So, nächster. Floral, Ah, kühl und floral. Wohlgefallen. Kannst du diese Algen nachvollziehen? Ja. Ich finde das nämlich auch ziemlich deutlich. Also nicht das Modrige von Algen, sondern wirklich diese frischen Algen, die man in guten Restaurants manchmal kriegt. Ja, zu Sushi, also oft ist es ja. Es wirkt überhaupt ziemlich frisch. Das ist hell, das ist ein ganz klarer Duft. Das zieht sich auch durch. Auch im Gaumen ist er klar, transparent, wieder ein bisschen süßlich. Ich weiß nicht, da steht jetzt ganz leicht rustikaler Stil. Das stimmt nicht mehr ganz, ne? Nee. Nein. Das hat gestern der Gerbstoff bewirkt, der gestern noch deutlicher war als heute, dass das so ein bisschen rustikal wirkt. Aber das hat durchaus gewisse Finessen. Ja, Ja, so ein was bisschen fast Wachs so hat er noch. leichtes, was tänzerisches, also eher. Sollten wir vielleicht reinschauen, dass das. Mit Luft tut ihm gut. Ja, weil er wirklich ganz, ganz deutlich an Finesse gewinnt, wenn er Luft kriegt. Ich bin trotzdem schwankend. Ist das einer mehr oder nicht? Kann ich gut nachvollziehen, frage ich mich auch. Ich glaube, dass er mit Luft gewinnt, könnte man, was meinst du, sagen, gewinnt er nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und darum geben wir ihm diesen Punkt mehr. Du weißt auch, was ich hinaus Ich will. weiß auch, was du hinaus willst. Was mir ein bisschen im Weg steht, ist halt doch diese etwas karamellige Süße am Ende, die das so ganz leicht die Konturen aufweicht. Ich glaube nicht, dass er das aufholen kann. Ja, und mir fehlt im Mund, hat er so ein Loch plötzlich. Dann So, bleiben wir da. puff, Dann sind bremst, wir uns auch da eigentlich einig. abgebremst. Okay. Das Aber ist sehr knapp. Rauenthaler Beikenkopf. Wieder Staatsdomäne, Kloster Eberbach. 238972. Kühl und geschliffen.
Ja. So Ist feine aber kein, Würste. ist aber Nein, Weißburgunder, gell? ja, richtig. Aber ziemlich fein, ne? Sehr fein. Also das Holz ist ganz, ganz verhalten und die Frucht ganz transparent und hell und geschliffen. Da merkt man dann schon, dass er Kraft hat und relativ viel Alkohol, aber trotzdem bleibt er in der Spur, ganz geschliffen, eben nicht verschwimmend in den Konturen, Und frisch. wohl auch, weil er halt trocken ist. Das hat ein bisschen Wärme vom Alkohol, das stimmt schon. Aber das passt eigentlich Ja, alles. er hat was Kompaktes. Also ich denke, bei dem brauchen wir uns über diesen einen Punkt, also sowieso einen Punkt mehr. Keine ganz so Ja, krass. es ist das Einzige, was mir da ein bisschen fehlt, ist die letzte Tiefe. Ich finde es stimmig, ist ein wunderbarer Deshalb hat Wein, er gar nicht keine die Frage. 90. Das ist schon 89. Bin ich schon wieder so streng oder bist du heute halt so großzügig? Tja, ich bin heute bestens gelaunt. Ja. Ist ein Grenzfall, aber Mineralik hat er, Länge hat er. Geben wir es ihm. Aha, das war ein guter Bassermann Jordan. Das ist der Deidesheimer Langenmorgen. Weißer Burgunder. Großes Gewächs. So, 2, 3, 8, 2, 7, 2. Also den Burgundern merkt man dieses Heiße Jahr deutlicher an als den Rieslingen. Die haben schon ordentlich Alkohol dieses Jahr. Das ist ja fast schon, also ganz anders. Ja, das ist kühl, das ist recht lebhaft, floral, kräutrig, so einen ganz feinen Pilzton. Das ist auch Getrocknete Weißburgunder, gell? Steinpilze, Oder? ja. Ja. Also man muss schon staunen, denn das ist schon trotzdem fein, gell? Super. Das ist gut. Das ist kühl, das hat Zug, Schliff, das hat Kraft. Und das ist Länge. nicht ganz trocken, aber es ist trotzdem sehr Stetig. präzise. Richtig. Ja, da müssen wir aber auch 89 gehen. Ja, erfreulich. Weil wir gerade bei Sushi waren. Das könnte ich mir vorstellen. Das war ein Gut Bernhard mit dem Redling. Eh ein Wein, den man zum Essen bestens nehmen kann. Das ist eine Parzelle oder ein Gewann in Schweigener Sonnenberg. So nebenbei. 2, 3, 8, 8, 0, 3. Hat auch Länge, also das ist schon gut. Das ist Also schon gut. Wärst du bei 90 gewesen schon? also die 89 hat er locker. Okay. Ziemlich fest. Mineralisch kühl. Das riecht fast, bis er der Zug macht seit gestern. Ja, das finde ich auch. Er jetzt leicht verschlossen wirkt. Ja. Straff. Klar. Bisschen süßlich auch. So ein bisschen zitronige gehende Säure. Genau. Es hat schon deutlichen Biss. Ach, ich weiß, was das Du ist. weißt es. Stella Montosa, oder? Genau. Das Breuer. Erkennbar an diesen leicht schwarzbeerigen Noten, die er hinten raus hat. Die sind Und dann deutlich. ist es halt sehr schlank, das hat wenig Alkohol.
aber trotzdem ausgewogen. Es hat da gewisse Länge. Also das steht da, glaube ich, ganz gut. Ja, Ja? auf jeden Fall. Wie gesagt, Breuers Terra Montosa, sprich, es ist der Zweitwein unter den großen Gewächsen. Das ist so das, was nicht in die besten Weine kommt dann als Cuvée raus. 11,5 Alkohol. Ich meine, das ist halt schon stark, ne? Das ist trotzdem Wein mit Ausdruck. Und das fast kein Alk hat. 239179. Kannst zum Frühstück auch trinken. So. Erdig. Sehr gelbfruchtig. Ich habe gestern Fischhaut Okay. reingeschrieben. So ein bisschen angebratene Fischhautsuppe, aber sowas hat der auch. Aber die Ein hat man bisschen vorher Estragon mit dazu. bisschen Olivenöl und mit Oh, ganz bisschen okay. Semmelbrösel. Viel Kräuter reingepackt. Ziemlich kühl alles. Auch der hat einen leichten Zucker. Ja, bisschen gedeckt. Hat dann wirklich einen Gerbstoff und so ein bisschen so nussig-holzige Töne. Ist knapp, hä? Sehr knapp. Das schafft es nicht ganz. Der trocknet ein bisschen aus. Da kann ihm auch die Süße nur bedingt helfen. Was haben wir? Der nächste Marcobrunn, diesmal von Kloster Eberbach. Ja, es stimmt auch in der Länge nicht, ne? Es fehlt einfach. Du fast überlegen, ob es nicht nur 86 sind. Na Sehe schau, schon. ich meine, er steht immer noch, Mein also, Punktekonto steigt oh Gott, oh jedenfalls. Gott, oh Gott. 239006. Also wenn wir weiter so in dem Tempo arbeiten, hast du bald mehr Platz hier. War das ein Kompliment an unser Tempo oder war Ja, das okay? ist gut. Nein, nein, ist okay. Ist gut. Das werden die Zuschauer wahrscheinlich auch mögen, dass sie sich nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen müssen, Sondern nur die halbe, sondern oder nur die wie? halbe. Das wirkt auch verschlossen. Aber auch eine ganz andere Funktion. Also ganz anders. Das ist kühl, es wirkt, es riecht aber schon, ja, Noch mehr? schlank irgendwie. Hefe ist nicht ganz trocken. Das ist ein bisschen unentwickelt. Das ist wieder Bräue. Nein. Dass ich immer daneben liege. Ja, hat ja nichts Schwarzbäriges. Ich hätte ja auch mir Zeit lassen sollen mit meinem aus der Hüfte schießen. Bisschen gedeckt jetzt, ne? Ich finde, er hat so ein was Geheimnisvolles. Gibt nicht alles preis. Geheimnisvoll. Ja, zeigt uns ein bisschen die Schulter, die kalte. Naja, eine gewisse Substanz hat es schon, Mineralik auch, eine gewisse Länge auch. Ich bin trotzdem hin und her gerissen, ob es 8 oder 9 sind. Nein, nein, die neuen hat er. Die hat er. Ich war sogar, kann er nicht mehr. Also das habe ich gar nicht. Mach wieder ein Strichchen. Oh, nee. Also, das ist tatsächlich was ganz was anderes. Aber entschuldige bitte, die Richtung hat gestimmt, weil es ist Rüdesheim. Es ist Leitz Rüdesheimer Berg Kaiser Steinfels. Ist die Lage recht neu? Noch nie so. Kennst du ja nicht aus. 238805. Sehr kühle Nase. Was mir immer wieder auffällt, ist,
dass sie Rheingauer Rieslinge oft zu Kernobstaromen mit drin haben. So sind Quitte und Apfelgehende. Das haben Rieslinge woanders her meistens nicht. Auch der hat Süße. Das haben sie im Rheingau halt einfach nur zu gern. Aber das ist kühl und das ist recht fest. Hat also eine ganz eigene, fast kalte Mineralik, die eigentlich die Süße ganz gut aufwiegt. Auch noch so ein Hefeton drin. Steht richtig da, glaube ich. Ja, sehr. Wird noch sehr und unentwickelt. Ja, wird unentwickelt, das stimmt. Das ist wieder der Johannishof. Diesmal die Johannisberger Hölle. Bisschen unterschätzt die Johannisberger Lagen, die hatte immer so keiner richtig am Schirm. 2388 15. Weiß in so Hölle und Rothenberg schon gar nicht schlecht, ne? Wenn ich richtig schreiben könnte, wäre ich auch irritationsfrei. Jetzt. Viel Hefe noch. So einen richtig nussigen Hefeton. Erdig. Auch eher Na, ich verschlossen. habe frische Himbeeren. Ich habe Ja? etwas Okay. Rotbeeriges. Wäre ich jetzt Auch nicht drauf kommen, gepaart aber mit das, ja. Floral, ja. Ja. Naja. Mir fällt immer wieder auf, dass das Florale und das Rotbeerige ziemlich nah verwandt Okay, ist oft. ja, verstehe. Also. Den Wein kann man kauen. Ich nein, ich habe mir noch gar nicht im Mund. Der hat jetzt was, was wir heute noch gar nicht haben, gehabt haben. Diese herbe, gelb-gewürzige Note da drin. Dieses Kurkuma- und Curryartige. Das hat man das letzte Mal oft, aber diesmal, das ist der erste Wein, der das hat. Hat viel Griff, ja. Viel Gerbstoff. Ah, guten. Das gibt ihm schon ordentlich Struktur. Ja, genau. Da Genau. könnten wir über einen mehr nachdenken. Bin ich bei dir. Das ist noch ein bisschen unzugänglich. Das wird vielleicht mit seiner herb-gelb-gewürzigen Aromatik vielleicht nicht jedem schmecken. Aber gut ist es. Das ist Erbacher Siegelsberg von Jakob Jung. 2389 49. Also 2389 49. Ich glaube, meine Tasten machen doch manchmal, was sie wollen. Ich habe vielleicht doch schon zu viel Wein reingeschüttet. Aha, wirkt sehr unentwickelt, unruhig. Kräuterig, floral, bis ins Krautige gehende, das ist noch so ein Hauch reduktiv wirkend. Da hätten wir jetzt auch wieder dunkle Beeren drin. Ein bisschen Weingummi habe ich. Ich traue mich das ja gar nicht zu sagen. Das Weiße, das nach Ananas schmeckt. Ja, stimmt schon. Dann hat er ziemlich viel Süße, Wärme, so ein bisschen wachsige Noten. Das schmeckt fast, als wäre ein bisschen Botrytis drin. Und dann wird er leicht rau. Der hält es nicht ganz. Das wird ein bisschen zu rustikal und zu warm. Ja, und das, du hast vollkommen recht, das bleibt hinten raus, vor allem wirklich lang stehen, dieser weiße Weingummi.
Das will ein bisschen mehr, als es kann. Das ist das Weingut Mumm mit dem Rüdesheimer Berg Rottland. Ich würde es auch nicht so süß machen. Also das ist wirklich, du darfst auch eigentlich nicht mehr trocken drauf schreiben. Also Zwei, dürfen drei. wahrscheinlich schon, aber Darf sollte ich man nicht. jetzt? Ah ja, bist du dran mitreden? 239284. Sehr pflanzlich. Ja, es ist entschieden vegetabil. Ein bisschen nussig. Ja. Ja, aber es ist da trotzdem so eine Frische drin, oder? Was animiert Genau. das? Ich habe auch ein bisschen Senf reingeschrieben und das stimmt auch. Ja. Mit Estragon drin oder so. Aber es wirkt, das klingt komisch, aber das ist eigentlich echt animierend. Animierend. Kommt von Anemone übrigens. Zucker. Entschuldigung, das ist derart süß. Das hat schon Struktur, Festigkeit und Saft und alles, aber warum braucht es diesen Mods Zucker? Richtig. Das Das hat doch ist mit auch, trockenem Wein nichts mehr zu tun. das macht ihn auch fast unharmonisch. Also die Nase verspricht was anders. Ja, ich meine, wie gesagt, man kann jetzt nicht über diese Struktur und diese Festigkeit und die Länge hinwegsehen. Das ist schon da. Auch das Speckige stimmt. Also das hat schon einiges, was mir gefällt. Und ich glaube auch sicher, dass man das mit gewisser Reife, auch hat man vorhin schon mit so manchem Gericht richtig gut kombinieren kann. Nur ganz ehrlich, wenn ich einen trockenen Wein bestelle und ich kriege das, Dann bist du sauer. hätte ich das dem Weinkellner am besten wieder hinterher, am liebsten wieder hinterher werfen, weil es ist halt richtig süß. Aber es ist sehr gut. Also ganz ehrlich, ich überlege mir da eher einen Punkt mehr zu geben, weil er als Wein gut ist. Als trockener Wein ist das Blödsinn. So, dann. Wie siehst du das? Ich würde ihm keinen Punkt mehr geben. Ich empfinde ihn als etwas unharmonisch, aber gib den Punkt. Ich Ah, finde es gut. findest du gut? Ja. Obwohl du es nicht willst, findest du es gut. Nein, Du bist schon komisch. ich kann, klar. Nein, ich kann es auch. Also ich kann dann trotzdem gut schlafen. Länger halten. Kannst du gut schlafen? Ja. Kann ich dann auch gut schlafen eigentlich? Da habe ich jetzt wieder mal einen Wein gegen meine eigene Überzeugung. Nicht Überzeugung, meinen eigenen Geschmack. Naja. Domdekan Werner. Die Hochheimer Domdechanei. Hat man heute schon mal, gell? Staatsweingüter, stimmt. 239077. Da sind wir wieder nicht rieslingig unterwegs, oder? Ja. Es ist ein Richtig bisschen holzfrüchtig, Holzklöster. vegetabil, mineralisch auch. Sehr, also ich habe viel Speck. Ja, aber es ist nicht schwer, oder? Nein, 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 nein. Aber Speck ist gut. Im Mund herb, salzig, ein bisschen speckig. Die Frage ist er tief genug oder nicht? Oder sind es nicht doch nur 8? Nicht, dass mir der Wein nicht schmeckt und das ist als Essensbegleiter wahrscheinlich hervorragend. Aber hat er die Tiefe? Ich finde die Frage berechtigt. Siehst du es? Dann bin ich ja beruhigt. Das ist Philipp Kuhn. Da muss man trotzdem immer wieder ein Lob aussprechen. Wir haben es bei den Rieslingen schon. Er traut sich halt, die Weine wirklich knochentrocken auszubauen. Da ist kein
Da ist kein Fett mehr dran, das ist wirklich reduziert. Nur es hatten halt die Burgunder ist nicht ganz so leicht in dem Jahr. Aber wie gesagt, ich möchte es zum Essen sehr gern trinken. 2, 3, 8, 9, 7, 8. Haben jetzt die 90 übersprungen, Wieso? weil das schon 91 hat. Warte mal, warte mal. Das ist gut, dass du aufpasst. Ich bin der Aufpasser vor dem Herrn. Wir kriegen 10, oder? Wir kriegen es. Ziemlich fest, bisschen kühl, Ich bisschen bin verschlossen sehr wirkend. fein. Er hat Finessen, gar keine Frage. Ja, ohne Finessen kommst du nicht über 90. Schöne Nase. Sehr. Da merkt man jetzt den Sprung auch wirklich deutlich. Es ist eine ziemlich noble Frucht, ganz fest gewirkt. Auch das hat so einen Hauch weißen Weingummi, aber das ist halt so ein kleiner Teil dieses ganzen Geschmacksspektrums. Und er hat was Florales, aber dann schwarzen Pfeffer und so. Also das ist schon sehr schön. Steht aber für mich richtig. Ja. Für dich auch? Aber Oder willst du nur mein Konto nicht weiter auffüllen? nein. Was haben wir? Ja. dass es wieder Tiefen hat. Martinsthaler Schlenzenberg. Ganz sicher der beste Riesling, den es von Tiefen hat, je gegeben hat. Wunderschön. Das ist echt Echt klasse. gekonnt, ja. Ja. 239282. Da geht mir das Herz auf. Hast du eins? Oh, Kamera aus. Du kannst mir vor der Kamera schlagen. Ich habe gar nichts dagegen, wenn ich Zeugen habe. Sehr jugendlich. Und das hat so einen Hauch dunkler Beeren drin, gell? So ziemlich feine Kräuterwürze, auch ein bisschen in Richtung Lorbeer gehend. Das finde ich, das ist eine schöne Nase. Auch viel Griff. Ja, das Viel ist Alkohol. viel Alkohol, den merkst du wirklich und dann wird es auch süß. Ja. Also da schaffe ich ein maximalen Glas. Das ist so Das ein macht es schnell satt mit sättigender. dem Alkohol und mit dieser Süße. Sind wir da wieder in Hochheim? Küchenstück? Ja, ist Ja, Hochheim. stimmt. Die hatten dieses Jahr halt einfach unheimlich viel Alkohol. Und er merkt, selbst geringere Mengen Zucker schmecken da richtig süß. Und das ist aber schon eher mehr. Das schafft er nicht ganz, gell? Weiß ich nicht. Das weiß ich Wie, du weißt nicht. es nicht. Ja, Du bist doch ich hier dabei, um alles zu wissen. Für mich geht es ein bisschen zu sehr in die Breite, Okay. um 90 zu verdienen. Es sind doch noch 89. Steht auch alles ein bisschen neben sich, ne? Ja, es Also ist im halt Moment da ein gibt's bisschen nichts. zu viel. Ja, wie gesagt, das ist das Hochheimer Kirchenstück von Domdechant Werner. Es hat halt auch schon 14%. Da ist halt bei Riesling dann schon die Sättigungsgrenze erreicht. 2, 3, 8, 9, 5, 6. Ja, Spontinase.
Oh ja. Ganz hefig, ein bisschen wild, aber straff. Man sollte eigentlich meinen, von vielen Reden macht man es irgendwann besser, dabei wird es eher schlimmer. Aber das hat auch Tiefe, ne? Das ist überhaupt nicht schlecht. Hörst du mich Das ist meckern? komplex kräuterig. Dicht, tief, die Frucht ist. Ja, verhalten. Hat so einen festen Kern. Da reichen die 90 nicht. Nein. Das ist gekonnt. Tolles Säuregerüst. Ja, Trägt den Wein. wenn man bei dieses Jahr ganz oft Weine mit einer wirklich aufdringlichen Säure, das ist das ja gar nicht. Das sorgt wirklich für Spannung. Und auch da hat man so auf, wie soll ich sagen, auf jedes Gramm Fett verzichtet. Das ist so, der ist so aufs Wesentliche reduziert. Gefällt mir total. So. Das Bräue? Nee. Kannst du mal pro forma ja sagen? Es ist jedenfalls gut. Ja, gut. Eine oder zwei mehr? Bin Die ich auch Frage, da, ne? ja. Also entweder stellen wir ihn. Stellen wir zwei nochmal rein. Sollen wir ihn gleich zeigen? Oder später? Ach, mach später. Wenn ich nicht, solange ich nicht weiß, was es ist, kann ich mich ja nochmal ein paar Mal in die Nesseln setzen. Also, dann der nächste ist 239008. Verlangen. Etwas verschlossen. Moment. Fest, verschlossen, hefig, pflanzlich, bissi Pfeffer. Hauks. Auch sehr fein. Bisschen süß, aber gleichzeitig geschliffen. Angedeutet. Haben wir jetzt wieder mal lieber Breuer. Nein, immer noch nicht. Ich sage es jetzt einfach so lange, es stimmt. Ja, Und dann stimmt. sage ich, siehst du das? Ich habe es erkannt. Aber es ist ganz. Es hat eine Eleganz und eine Finesse, eine Schlankheit, die mir gut gefällt. Und auch ein bisschen was Schwarzbeeriges. Und hat trotzdem Substanz. Ja. Den Zucker braucht er nicht, aber ist trotzdem ein guter Wein. Länge ist gut. 90 oder 91? 91. Ja, ich hab's geahnt. Kommt da nicht aufs Konto, ich sehe es ja ein. Ach, es ist Leid. Naja, und es ist ja auch Rüdesheim, verdammt. Ich bin also dauernd richtig. Rüdesheim, Bergrottland von Leitz. 239010. Ich meine, ist doch gut, wenn man die Herkunft erkennt und weniger die Winzerhandschrift. Oder? Soll doch eigentlich Sinn sein der großen Lagen. Trifft es zu. Puh, da musst du aber laut klingeln, bis da mal einer aufmacht. Ganz Ganz fest. schüchtern. Ja, aber Also, fest. ja. Sehr Burg.
Da haben wir jetzt wieder einen, der ein bisschen dieses Gelbgewürzige hat. Das packt aber ganz schön zu, du, da hinten raus. Etwas ganz Zartes. Dann aber so ein ganz festes Fundament. Ja, Ganz wenn du den jung. rein als zart bezeichnen wolltest, Ja, glaube ich, das. wäre das irreführend, weil der Ja, packt ja genau. richtig zu dann da hinten. Wie, da Aber reichen die 90er auch nicht. überhaupt nicht. Dann Und eher zwar das. zwei. Gibst du ihn wirklich mit 2,18 schon frei? Ja, ich dachte halt gestern, das ist eine gute Frage. Das ist ja relativ früh zugänglich. Ich hatte mir auch nur bis 25 gegeben, aber das hält deutlich besser. Das hat mit der Struktur Bombenwürze. Ja, okay. Also gut, Was haben dann hier. wir? Das ist wieder der Herr Leitz. Mit dem Rüdesheimer bei Großeneck, das sowieso immer zu Unrecht etwas im Schatten von den anderen großen Rüdesheimer Lagen steht. Also ist wirklich was ich total gern trinke. Ja, und 12,5 Alkohol, gell? Es hat Kraft, ohne schwer zu sein. Super. Super, Das zieht auch weiter nach. Das ist meine richtig gut. Kragenweite. Ja. 2,39,105. Eine echte Länge. Ist ja fast gefragt, ob wir nicht sogar nur funktionierlich sind. Ja. Komm, stell dich nochmal rein. Das hilft jetzt alles nichts. Entschuldigung. So, jetzt waren wir so gut auf Jetzt Kurs. wisst ihr, wie es läuft. Ja, aber bevor wir im Unrecht tun. Richtig. Das hat eine Länge. Also gut. Das ist sehr gemüsig. Und das stinkt ein bisschen. Das hat so was. Das ist ein bisschen Tierkäfig. Hä? Tigerkäfig. Es ist gar Ja, kein Riesling, direkt oder? nein. Ah, ja, okay. Ja, ein bisschen reduktiv noch. Hat das einen Schrauber? Okay. Ja. Ist Julius Spital, oder? Ja. Fällt total zu. Aber es hat halt eine Mattsubstanz. Es ist total trocken. So wirkt es zumindest. Ja, ist es. So Nuss, auf der Holz, Zunge, alles nur Tabak. Salz. Viel Salz. So ein bisschen Rauchsalz. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Trifft sehr gut. Boah. Der schiebt und Das schiebt ist schon und ein Monument, schiebt, gell? ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich mein persönlicher Geschmack wäre, aber da haben es So nicht viel richtigen falsch, Essen, ja, hast du ja. recht, da haben es nicht viel falsch gemacht. Ein bisschen noch ein paar Jahre. Ein paar Jakobsmuscheln dazu. Vor allem, das ist kompromisslos, ne? Der hat null Süße, das ist knochentrocken. Lebt ganz von seiner herb-ferben Aromatik, von dieser herben Würze. Dem müssen wir fast ein Mehr geben. Ja. Du bist schon bei zwei Mehr, so wie ich dich kenne. Hm. Ah, okay. Also doch nur einer. Geben wir mal ein Mehr. So ein Sushi-Ton hinten raus, oder? Ja. Ganz eigen. Also, Julius Spital, wie angekündigt, Vollkacher Kartäuser, Weißer Burgunder, großes Gewächs. Hat schon Kraft mit seinen 14 Alkohol, aber er steckt es halt ziemlich gut weg. Super. Muss man schon sagen. 2,39,012. Da gibt es
Nicht viele Leute, die das so gut kennen. Sehr geschliffen. Ja, kühl, fest, klar. Das hat doch auch schon wieder Pfeffer, oder? Ja. Deine Mats Mineralik. Ich täte halt auf diesen Zucker verzichten. Aber das ist fest, saftig, geschliffen. Obwohl das Zucker hat, verschmiert da nichts, ne? Das ist Nein. sehr präzise. Oh, das ist schon gut. Steht für mich da gut. Aber das. Macht Spaß. Ja. Ist halt auch wieder was Schwarzbäriges drin. Das ist für mich ziemlich deutlich, so dieser Heidelbeerton, den der da so im Rückgeschmack hat. Steht Vorsicht, doch steht drin. Super. Ja, finde ich schon Von der schön. inneren Kraft. Das ist halt schon immer wieder auffällig. Das ist die Lage. Das ist der Rüdesheimer Berg. Diesmal Berg Schlossberg, wieder Leitz. Die haben einen guten Job gemacht. Allerdings. 238813. Ruhig ganz Ja, ein bisschen unruhig. Sehr pflanzlich. So ein Hauch Sellerie so in die Richtung. Und grüner Apfel. ziemlich viel sogar. Ganz anderer Stil. Ein bisschen gedeckt, wirkt ziemlich dicht. Auch wieder so ganz leicht süßlich. Sehr Hä? kompakt, sehr kompakt, ja. Was habe ich denn da geschrieben? Weiß, pfeffrige und sonst auch ein wenig Nuancen. Du sagst mir nicht alles nachmachen. Hä? Was schreibe ich denn da? Ich wollte gewürzige schreiben. Wobei jetzt kommt mehr so dieser Suppenkräuterton raus, gell? Ja, ich glaube, er ist jetzt sicherlich nicht in seiner Bestform. War wahrscheinlich gestern sogar etwas Es wirkt verschlossen, das stimmt bitter schon. oder zugänglicher. Ja, aber nicht, dass das hat ja Substanz und Länge, so ist Ja, das ja gar also. nicht. Nur, na, es ist so unzugänglich jetzt. Lass man so stehen, gell? Erbacher Hohenrain von Jakob Jung. Oh, ich sollte vielleicht mein Glas wieder. 238801. Hefig. Geht doch fast wie Champagner. Dunkelbeere. Das heißt, mir kann ich solchen Winke geben. Jetzt sage ich es nicht. Aber ich kann es gut nachvollziehen. Ja, schon, ne? Bisschen tabakig. Sehr geschliffen. Ja, und sehr, du merkst, das ist Oh, dieser ganz Tabak ist unaufdringlich Wahnsinn. Ja. Tabak und ich glaube, dass dieser Tabakton ja von diesem Hefelager kommt. Aber das ist schon, wie soll ich Wahnsinn. Also sagen? ich habe da so eine Assoziation eines Tabakblattes. Das ist ganz präzise, das ist sehr, ja.
ganz bisschen Sehr nussige transparent. Töne. Naja, sicher Ja. auch Holzausbau. Also altes Holz, nicht Barrik oder so ein Quatsch. Halt klassisches Understatement. Schlank, aber dabei ganz fest. Und sehr, sehr, sehr klare, transparente Frucht. Wieder ein bisschen diese ganz leichten, nussigen Holzanklänge. Bisschen Süße und viel Salz. Sehr noble Zitrusaromen da hinten, gell? Schon nicht schlecht. Aber er springt dann halt da gar nicht an. Das ist so gar nicht so die Fruchtbombe, ne? Sondern das ist, ja, wie ich gesagt habe, Understatement. Aber es ist lang. Eher leiser Stil steht ja schon drin. Super. Irgendwer hat das geschrieben, der sich da total auskennt mit der Materie. Pass auf, wenn ich mich veralber, musst du ja überhaupt nicht. Hast Nein, du noch aber lange ich Recht, da bin. mitzumachen. Da bin ich schon. Also für mich übt da große Faszination aus. Also. Sprich, ist einer mehr. Kann ich damit leben. Hat schon einen Matzzug da hinten. Aber Und wie gesagt, das ist so ganz lang. leise und ganz schlank. Das ist nur richtig lang. Und vor allem, oh, kriegst du richtig Durst. Das kommt später. Rüdesheim, Berg, Schlossberg, Breuer. Zwei, drei, neun, zwei, vier, neun. Auch so ein bisschen Wurzelgemüse. Ja, sehr. Kaum Frucht. Wirklich kaum Frucht. Ja, und Stangensellerie. Ja, Stangensellerie ist sehr gut. Auch so mehr auf der leisen Seite, oder? Ja. Was Salziges, ein bisschen das Pilzige, das stimmt. Kannst du dieses mehlig Ja. nachvollziehen? Das Ein sind die bisschen so ein Gerbstoffe, ja. Mehlton. Ja. Aber das ist echt gut, oder? Das war ja kein Ja, sondern es war ein Ja. Wenn sein muss, können wir die Punkte lassen. Ja, ich bin auch am Schwanken zwischen 90 und 91. Das gebe ich ja zu. Fehlt, also für mich hat Kraft, mir fehlt ein bisschen die Spannung für diese Hast schon 91. recht. Ja, das mag schon sein. Ja, ich kann es nachvollziehen. Aber es ist trotzdem, es ist ein richtig guter Wein. Ja. Wir haben schon wieder eine Hochheimer Domdechanei. Diesmal noch einmal von Schloss Schönborn. Mit Abstand der beste Riesling von Ihnen dieses Jahr offensichtlich. Also mir gefällt das schon gut. 239235. Das riecht auch nach Champagner so hefig. Oh. Na, ist doch so, oder? Ja, das stimmt. Oh ja. Hast du in der letzten Zeit viel Champagner getrunken? Ja. Ich habe fast keinen mehr.
Es riecht aber wirklich nach Champagner, oder? Nur weil du das da so schnell drauf kommst. Hallo. Das ist ganz kühl und fest und hefig und straff und So eine vielleicht sollte ich noble die Frucht. Tautologien lassen. Ganz brillant, gell? Bisschen zu viel Zucker für ein Champagner. Braucht's nicht. Ja, schade. Also sage ich jetzt einfach mal Vor so allem, gerade heraus. es scheint so, als wäre der Zucker bei der ersten Probe eher unterschwellig gewesen. Jetzt wird er halt deutlicher, wo der Wein auch ein bisschen wärmer wird. Also toller Wein, gar keine Naja, gar kein, Frage. wirklich keine Frage. Also wirklich super. Ist auch ganz noble, pilzig ist es wieder Weißburgunder. Ja. Jetzt fällt das ja immer nicht immer gleich auf mit der Säure, die die haben, aber. Also, sehr willkommen. Aber der, wenn 1 Gramm Zucker hätte statt 4, wäre dann noch zwingender. Du misst halt dann hätte auch mehr Alkohol. Wobei, das so viel auch nicht. Na, das ist schon gut, das steht auch gut, finde ich. Das hat er verdient. Ach, das ist Münzberg, oder? Naja. Ja. Das ist halt schon in Sachen Weißburgunder so mit der beste Betrieb in Deutschland, Münzberg. Ja, und vor allem konstant, ne? Ja. Münzberg, Weißburgunder, Münzberg. Gut, Rammstein. Der Ort. 239320. Ach, jetzt habe ich schon. Naja, ist passiert. Ziemlich fest, hefig, ein bisschen verschlossen wirkend. Hat so was karg, hell, steiniges. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Bisschen Zucker. So was Rotbeeriges. So was komplex Gewürziges. Kommt das aus Johannesburg? Das weiß ich nicht, Rosengarten. Ist das Johannesberg? Ach so, ich muss. Nein. Österreich. Ja, weiß ich schon. Also ich finde also floral ist es ja wirklich deutlich. Ich hätte jetzt Johannesberger Rotenberg geraten, weil das auch so diese rotbeerigen und floralen Töne hat. Es ist Wegeler. Na, und es hat diesen Ton, diese Töne schon deutlich. Gefällt mir aber gut. Das ist vielschichtig. Das ist noch nicht ganz zusammengesetzt, aber finde ich gut. Du nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sogar manchmal denke ich mir, vielleicht bilde ich mir das ein, auch so etwas wirklich Rosen, so es gibt so Ja, circa die Florale, Chili-Rosen. das hat er. Ich weiß nur Was nicht, ich denn? mit der Säure, die ist etwas, also sehr präsent. Was schreibst du zur Säure? Noch wenig entwickelt, fast etwas unruhig. Was habe ich zu sagen? Ah ja, Geschliffene. mit geschliffener Säure. Es ist fast schon an zitronig im Moment. Also die Ja. Säure Es ist aber ist, so steht jetzt im Moment. Zitronenverbene auch, was der im Geschmack hat. Ich finde es total deutlich, auch hinten raus, der Abgang, das schmeckt wirklich nach Zitronenverbene, oder? Genau, das ist das, was ich jetzt so ein bisschen mit mir. Also du schreibst noch etwas unruhig, das ist er, und das wird sich sicherlich auch alles harmonisieren. Ja, aber die 91 kann Ja. das auf jeden Fall. Gut, schön. Also,
da wäre jetzt ich nahe dran, einen mehr zu geben. Ich habe ich eigentlich, wie viele Punkte habe ich gut? Hast du alles wieder aufgebraucht? Wann denn? Bist hinterhältig. Gib mir noch mal einen Schluck, sei so gut. Ja. Ja. Entschuldigung, wir verzögern gerade, ich weiß, aber Du es muss halt verzögerst. sein. Ja. Nein, ist ja auch richtig. Du könntest mir einmal den Rücken stärken, verstehst du, statt mir immer in ihn zu fallen. Das ist so Rosenholz in deiner Nase. Ah, das ist es am Gaumen. Rosenholz ist sehr gut. Ich gebe ihm ein Plus. 1000%ig sicher bin ich mir nicht, aber es gefällt mir sehr. Das war ein guter Wegeler mit dem Österreicher Rosengarten. Wie gesagt, der Name ist Programm. Es ist wirklich Aber es ist floral. Rosenartig. wirklich gut. 2, 3, 8, 7, 9, 9. Das ist ein verschlossenes Ding. Hier ist der Austernvergleich gar nicht so schlecht, weil das auch ein bisschen nach Muschelschalen riecht. Das kommt von der Hefe. Die hat oft solche, ja, wie beim Champagner halt auch. So dieses. Finden wir die Perle? Sehr fest. Sehr hell. Fast kreidig wirken. Kreidig, kalkig. Braucht wieder mal den Zucker nicht. Sehr zu noch. Ja, sehr Nachhaltig ist es, lang ist hell. es auch. Heller Tabak ist auch. Ganz deutlich. Ich glaube, das steht da gut. Wir Ja, finde ich auch. trinken erst in ein paar Jahren. Aber ist ja nicht der erste. Aber. Ja. Breuer Nonnenberg. Gut, dann 2, 3, 9, 3, 2, 4. Einmal, wenn ich nicht Breuer sage, dann ist es einer. Ja gut, aber er kommt da nicht aus Rüdesheim. Ziemlich fest. Ja, sehr mineralisch. Bisschen schwarzbärig drin und floral. Aber das packt einen eigentlich schon in der Nase ziemlich. Das Salz fast riechen oder meine zumindest. Ich bin mal Ja. gespannt. Ah, und das ist wieder so Funk. Das ist wieder Wegeler, oder? Ist dann das endlich der Rotenberg? Nein. Ach, komm, hör auf. Das ist aber schon gut. Großartig. Lieber Schwan. Wie gesagt, braucht wieder diesen Hauch Zucker nicht, aber das hat eine funkelnde Wahnsinn. Wow. Aromatik. Die schreibt sich von. Jo. Das ist richtig. Den kannst du echt kauen. Mir bleibt die Spucke weg. Würdest du ihm einen mehr geben wollen? Ja. Liegt mir schon für 93 Punkte. Das ist voll schon. Ich weiß. Das ist schon Luxusklasse. Aber du hast recht. Das ist beeindruckend gut. Was gut ist.
darf auch die Punkte bekommen. Interessanterweise, das ist Schlossberg. Den kenne ich so würzig eigentlich gar nicht. Müdesheimerberg, Schlossberg von Wegeler. Das würde ich blind als Schlossberg nicht erkennen, was zu beweisen war. Aber es ist saumäßig gut. 239318. Hilfe, kurz Hilfe, mal, Hilfe. Ja? Warum nicht als Schlossberg? Weil ich den Schlossberg eigentlich härter und kälter Okay. und kompakter Nicht kenne, so gewürzig, ja. nicht wie soll ich es nicht diese funkelnde, facettenreiche Aromatik. Das ist für mich monolithischer normalerweise, der Schlossberg. Aber das ist ja, was du sagtest, was zu beweisen war dieses Jahr. Erkennt man die Lagen nicht ganz so? Nicht so gut Also wie letztes sie Jahr. fallen Das mir, anders plötzlich aus. ja, das geht mir ganz oft so. Das wirkt deutlich verschlossen. Ja, das hat auch noch ein bisschen Schwefel. Da. Aber es ist fest und es hat Tiefe. Allerdings. Auch da fest und auch dazu. Viel, also Das ist Salz und es ist Säure und es ist Frucht und es ist auch Süße. leiser. Aber es ist noch alles nicht ganz zusammengesetzt. Auch wenn das unheimlich viel Struktur hat. Dichte, Tiefe. Gelbe Würze gefällt mir sehr gut, dass du das geschrieben hast. Habe ich das? Wo denn? Ganz zum Schluss. Ah! Ah, den hatten wir schon mal. Nein. Nein? Nein. Dann hatten ich schon mal. Könnte sein. Keine Idee, aber es ist sehr, sehr gut. Aber es braucht Zeit. Also das kannst du jetzt eigentlich nicht anfassen. Das ist zwar unglaublich dicht und griffig und bisschen eckig fast. Ich würde ja 91 plus draus machen, weil doch so alles so ganz nebeneinander steht. Es ist, wir müssen leider diese Momentaufnahme bewerten. Ja, machen wir mal. Schon wieder Wegeler. Diesmal Winkeler Jesuitengarten. Ja, aber es zieht sich schon durch. Die können das. 239322. Ist auch getrocknet floral. Tabaki können so ein bisschen wieder an Suppengrün erinnern. Ich soll halt, bevor ich was reinschreibe, mal lesen, was ich geschrieben habe, wenn es eh nicht, als ja eh schon drin steht. Du darfst einmal Depp zu mir sagen. Aber nur einmal. Mich nicht. Tu halt nicht so. Das hat was Leises und dennoch Zwingendes, oder? Ja. Muss man ein bisschen innehalten. Mhm. Habe ich schon mal gesagt, dass den Zucker eigentlich nicht braucht? Boah, aber das ist brillant. Sehr, sehr gut. Brillant, floral, wieder gelbwürzig. Das ist doch schon wieder Wegeler. Boah, das hält nach. Naja. Ah, deswegen diesen Zucker nicht hätte. Man braucht jetzt auch diesen Mords Schwefel nicht, den du noch schmeckst.
Ja. Muss was sagen. Ja. Ich muss immer was sagen. Du kennst ja auch mal was sagen. Also auch da, das kratzt auch schon 93, das muss man schon sagen. Wollte ich auch sagen. Also gut, ja, komm. Das ist eine Intensität, die ist. Das ist mein Rotenberg von Wegeler wieder. Okay, Ich würde ja sagen, da kannst du ja das Gleiche schon. also warte mal. Oh, das hoffentlich habe ich jetzt nichts. Naja, gut. 2, 3, 8, 9, 5, 6. Weiß ja überhaupt nicht, wovon du sprichst. Dicht, hefig, unentwickelt. Das Wildes. Ja, so ein hübschen Sponti-Stinker. Ja, aber das ist schon gut. Wobei das von der Nase her würdest du jetzt ja blind an die Mosel stecken. Lustigerweise habe ich auch an den Löwenstein gedacht. Also so ganz, weil wir es ja gar nicht so lange Zeit haben. Boah, das ist gut. Das tanzt. Ist das der Bart? Wow. Das ist stark. Leck mich am Arme. Da lachen die zwei nicht. Das ist ein Schauspiel. Da muss ich an Ballett denken. Ich sag ja, das tanzt. Und zwar in einer Perfektion. Was machen wir mit dem Bein? Naja. Noch einmal kosten auf jeden Fall. 93 plus geben. Oder? Wärst du schon bei 4? Wahrscheinlich, ne? Ja, es kratzt schon. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Aber das berührt einen, ne? Das muss man schon sagen. Wahnsinn, ja, immer noch. Also gut, geben wir. Mein lieber Schwan, das ist Happenheimer Wisselbrunnen von Barth. Der hat eine Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren. Unglaublich. Ganz toll. Ganz großer Stoff. 239010 noch. Das ist ein bisschen grüner, seiner ganzen Aromatik, auch ganz unruhig, ganz straff und ganz kalt. Das hat wieder dieses Positive von ganz frischem Gemüse, das du dir so daheim zum Kochen klar machst. Kennen die Leute immer. Halben Darmdurchbruch, wenn du von Gemüse redest, den Wein, dabei ist es dabei so angenehm, wenn es mal nicht knallig fruchtig ist, sondern
sondern deutlich vielschichtiger und eben diese erdverbundenen Aromen hat. Ja, passt ja auch besser zum Essen. Ja, Also natürlich. Und Knallfrucht kann jeder. Nur die großen Weine sind anders. Wenn auch noch total verschlossen. Bisschen schwefelig. ja, sag's. Wozu dieser Zucker? Das ist so gut. Warum braucht es diesen Zuckerschmäh? Herbdicht, pfeffrig, wieder wurzelgemüsig, viel Biss. Ich finde den Wein eigentlich super. Ja. Der steht da auch gut. Ja. Rüdesheimer bei Großeneck. Habe ich vorhin schon was dazu gesagt? Von Leitz. Echt, hört mit dem Zucker auf. Das ist so geil, das Zeug. 2387 97. Total steinig. Das ist Rottland. Jawohl. Das ist doch, das hat doch eigentlich überhaupt keine Frucht. Das riecht doch wirklich wie so ein verwitterter Schieferhang im Sommer. Das ist doch unglaublich. Herb, tabakig, getrocknet, pflanzlich, steinig. Ich Ich bin war wieder eine an dem geile Punkt, Nase. den ich, da mag ich den Wein nicht mehr beschreiben. Das ist mehr ein Empfinden. Ja, berührend halt wieder, ne? So geht's weiter. Das hat schon auch Zucker, aber das wird so aufgefangen von dieser irren Mineralik. Das besteht ja nur aus Salz und Stein, oder? Wow. Zur Ansage. Sind ja eher 94. Nur halt, das wird ganz vielen Leuten nicht schmecken, weil das hat überhaupt keine Frucht. Das ist pure Mineralik. Wirkt natürlich fast karg. Aber es ist halt total zwingend. So ist es. Naja, so sei es. Also, Spreuer, Rottland, für mich einer der größten Weine des Tages, aber ganz sicher für ganz viele Riesling-Freaks gar nichts. Selbst trotz seiner gewissen Restsüße, die man aber fast nicht mehr merkt, weil das alles nur noch Salz und Stein ist. Und es ist schlank, ne? Vielleicht denken die auch ein bisschen um. Vielleicht. Gut, haben wir es? Ja. Dann haben wir es. Das war
die Nachprobe der überwiegend Rheingauer Rieslinge, ein bisschen Weißburgunder und ein bisschen einmal Württemberg, einmal Mittelrhein. Wir werden uns die nächsten 2 Wochen noch ein paar Mal melden mit diesen Nachproben und irgendwann machen wir vielleicht, wenn wir jetzt uns eh schon dran gewöhnt haben, noch ein paar andere Nachproben. Und nebendran ist sogar ein Videostudio, das wir noch nie benutzt haben. Ich habe es noch nie Ja, gesehen. das kommt also nach uns zu. Für Ja. heute hören wir auf. Uns hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns Nächste Woche. spätestens nächste Woche. Bis dahin.